Manche Dinge versteht man erst, wenn Gott sie einem erklärt, wenn man Offenbarung von Gott bekommt. Mir ist das so gegangen auf dem letzten Gemeinde-Israel-Kongress 2006. Ich war schon als Pastor, Bibellehrer tätig, ich war Theologe, aber ich hatte die Sache mit Israel einfach nicht verstanden. Ich hatte mich auch nie intensiv damit beschäftigt. Auf diesem Kongress, da sind entscheidende Impulse in mein Herz gefallen. Ich habe biblische Zusammenhänge vor Augen geführt bekommen, die ich vorher so noch nie gesehen hatte. Und Gott hat angefangen, an meinem Herzen, an meinem Inneren zu arbeiten. Danach kam eine Zeit, da hat mich Gott selber in sein Wort geführt. Ich habe mich Monate und Jahre lang mit Israel auf biblischer Basis befasst und ich bin auf viele, viele Zusammenhänge gestoßen, die mir einfach neu waren und die mir das Herz Gottes für sein Volk erschlossen haben. Das Volk Israel ist das von Gott erwählte Volk und das wird es auch für alle Zeiten bleiben. Nun hat Gott sein Volk wieder gesammelt im Lande Israels. Und ich glaube, dass Gott für den Leib Christi und für jeden einzelnen Christen einen Auftrag hat Israel gegenüber. Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn. Kommen auch Sie zum Gemeinde-Israel-Kongress nach Berlin. Auch Gott hat Ihnen etwas über sein Volk zu sagen, was auf seinem Herzen ist und was in seinem Wort zu finden ist. La, 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 la.